Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge des StarCraft 2 DLCs mit den Missionen von Nova hier im ersten Missionspack. Meine Güte, das ist ein langer Titel. Wir haben beim letzten Mal die erste Mission geschafft, die sehr schön abwechslungsreich war. Mal schauen, ob es gleich so abwechslungsreich weitergeht. Wir fahren direkt mal fort und schauen, was uns da erwartet. Ich denke erstmal ein bisschen Storykram, oder? Achtung! An alle Ligaschiffe. Hier Agent X41822N. Er bitte sofortige Evakuierung. Bitte kommen. Bestätigt. Warten Sie auf dem Schiff auf eine Eskorte. Legen Sie Ihre Waffen ab und folgen Sie den Anweisungen. Danke, dass Sie sie hierher gebracht haben. Wir müssen diskret bleiben. Sie sind es. Admiral Horner. Wie weit erinnern Sie sich zurück? Ich bin aus einer unbekannten Basis geflohen. Keine der Liga. Was war das für ein Ort? Warum war ich dort? Nova. Sie galten als vermisst. Sie und andere Ghosts haben sich seit Monaten nicht zurückgemeldet. Das war also keine Mission? Und dies ist keine Nachbesprechung? Richtig. Nova, Sie werden mit einer Terrorgruppe in Verbindung gebracht. Den Verteidigern der Menschheit. Es geht um Hochverrat an der Terranischen Liga. Hochverrat? Ich habe der Liga immer treu gedient. Das wissen Sie. Das ist nicht meine Entscheidung. Valerian wird einige Fragen an Sie haben. Admiral Horner, die Zerg nähern sich unserer Position. Alles auf Gefechtsstation. Hören Sie, ich glaube Ihnen, Nova. Sie sind keine Verschwörerin. Aber Sie müssen es mir beweisen. Wenn Sie so gut sind, wie Ihre Akte behauptet, dann sind Sie unsere beste Waffe. Horner scheint eine neue Stimme bekommen zu haben. Agentin X41882N. Identifizierung. Ich möchte einen vollständigen Lagebericht, Captain. Einfacher gesagt als getan, Sir. Die Zerg greifen den Planeten an. Sie haben sich in den Bergen eingenistet. Die vielen Zerg-Angriffe in jüngster Zeit haben die Liga tief erschüttert. Und diesmal ist es schlimmer als je zuvor. Admiral, sehen Sie diese engen Canyons? Ich nehme die Zerg unter Feuer, während Sie das Gebiet durchqueren. Je weniger von ihnen die Basis erreichen, desto länger halten wir durch. Gute Idee. Wir werden hier einen Außenposten einrichten. Ich schicke Ihnen Rächer für die Steilhänge. Sie sind mit Spinnenminen ausgerüstet. Setzen Sie sie taktisch klug ein. Dann kommen wir hier alle heil raus. Verstanden. Okay, halten Sie durch, bis die terranische Flotte eintrifft. Okay, die Flotte der Liga, aber das ist ja das Gleiche. Belohnung, Distanz, Messokular. Okay, wir werden uns das anschauen, hey, sobald wir es haben. Bevor du losziehst, wirf doch mal einen Blick auf das, was wir da für dich zusammengebastelt haben. Viel haben wir im Moment nicht, aber ich wette, mit der Zeit kannst du noch das eine oder andere Spielzeug auftreiben. Schau einfach hier vorbei, wenn du was Neues ausprobieren möchtest. Nichts zu danken. Hey, wer weiß, wenn du richtig wählst, kannst du am Ende sogar mit mir mithalten. Oh, ich mag ja Sworn. Der hat auch seine Stimme behalten, so wie es sich anhört. Helm, Ghost Visier. Zeigt den Standort der gegnerischen Einheiten im Kreis von 20 um Novas Position an. Das können wir sowieso nicht ändern. Deckt keine getarnten oder eingegrabenen Einheiten auf. Das ist ja blöd. Kampfanzug können wir auch nicht ändern. Leichter Kampfanzug, der permanente Tarnung ermöglicht. Gewährt zusätzlich plus 100 Trefferpunkte, plus 1 Panzerung und plus 0,25 Bewegungsgeschwindigkeit. Zubehör, Impulsgranate. Fügt den gegnerischen Bodenlufteinheiten im Zielbereich bis zu 100 Schaden zu. Das haben wir letzte Folge gesehen. Fügt Verbündeten übrigens keinen Schaden zu. Das ist wichtig. Oder eine Blendgranate. Betäubt den Gegner im Zielbereich und verhindert Detektorfähigkeiten gegnerischer Bodeneinheiten. Der Effekt hält 5 Sekunden lang. Verbündete sind dagegen. Ist auch nicht schlecht.
Aber ich bin, glaube ich, eher für die Impulsgranate, um ehrlich zu sein. Dann haben wir als Waffe das K20A Kanistergewehr. Scharfschützengewehr, die Fähigkeit Scharfschütze, fügt einer gegnerischen Einheit auf weite Entfernung 125 Schaden zu, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Alternativ hätten wir die Inferno-Schrotflinte. Schrotflinte mit kegelförmigen Schadensbereich. Durchbohrendes Feuer fügt Gegnern 500 bzw. 100 gegen leicht Schaden zu, kann Bodeneinheiten angreifen. Nein, wir bleiben dabei, ich will auch beide angreifen. Oh, hier steht ja auch noch was. Das K20A ist ein vielseitiges Spezialgewehr, das effizient sowohl auf weite als auch auf mittlere Entfernung einsetzbar ist. Im Vergleich zu Standardmodell K10 weist diese Waffe in allen Bereichen merkliche Leistungsverbesserungen auf. Die Impulsgranaten erzeugen mit Hilfe konzentrierter Energie in einem kleinen Radius eine gewaltige Explosion. Sie sind daher eine effektive Anti-Personen-Waffe für Ghosts, die in geschlossenen Umgebungen operieren. Taktischer Anzug. Der taktische Tarnanzug wird ausschließlich von Ghosts bei hochgefährdeten Kampfeinsätzen hinter feindlichen Linien verwendet. Er ist eine Weiterentwicklung konventioneller Kampfanzüge und erlaubt permanente Tarnung, ohne jedoch die psionische Energie des Trägers zu beeinträchtigen. Das ist das Spannende daran. Ghostvisier. Das Ghostvisier versorgt den Ghost im Feld mit missionsrelevanten Informationen. Jedes Visier ist außerdem mit einem individuellen Scannersystem ausgestattet, das kontinuierlich die Kampfumgebung abtastet. Okay, können wir machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal nach diesem ganzen Ausrüstungsauswahlgedöns. Tolles Wort übrigens. Position gesichert. Es kann losgehen. Noch etwas, Nova. Swan wollte kurz mit Ihnen sprechen. Ich habe an einem Sprunganzug gearbeitet, der bereit für einen Feldversuch ist. Du kannst dich damit zwar nicht mehr tarnen, aber dafür kommst du genauso mühelos über Hindernisse wie diese Rächer. Na, da sag ich nicht nein. Wie das aussieht. Okay, wir können hier scheinbar diesmal ich habe ein Notsignal an die Flotte des Imperators abgesetzt. Wir müssen die Stellung verteidigen, bis seine Truppen uns erreichen. Wir werden uns auf jeden Fall die Rächer gönnen. Okay, die Ankunft der terranischen Flotte in 25 Minuten. Ein bisschen weniger, aber insgesamt sollten es 25 Minuten sein. Bitte bestätigen. So, wir können Spinnenmeam legen und Nova kann natürlich das, was sie sonst auch kann. Wo müssen wir denn hin? Ich denke, am Anfang wird das hier noch nicht so schlimm sein, wenn ich hier das noch nicht rausgefunden habe. Oh, wir haben orbitale Versorgungsdepots. Ich glaube, das sind die Upgrades, die wir auch in den Kampagnen uns schon besorgt haben. In der Terraner-Kampagne vor allen Dingen natürlich. Wo müssen wir denn hin? Verteidigen Sie Horners Basis. Schon erledigt. Hier könnten wir hin. Ich denke, das wird uns gleich noch gesagt werden, wenn es den ersten Angriff gibt. Aber jetzt können wir hier auch mit Nova so schön die Klippen runterspringen. Wir können hier auch schon mal ein paar Spinnenminen setzen. Das sind ja die, die eigentlich sonst die Adler haben. Also hier die Zerg greifen uns aus nördlicher Richtung an. Machen Sie sich bereit. So. Nova hier. Zack. Mal weiter Reaper bauen, denn das ist scheinbar hier das, was wir machen sollen. Oh, sehr schöne Fahne. Jetzt nehmen wir mal eben eine Spinnenmine ab. Bestätigt. Wird gemacht. Okay, so. Zack. Ah, ein WBF brauchen wir noch. Oh, wir können eine Satellitenzentrale bauen. Das sollten wir auch dann gleich tun. Und eine zweite Barracks wollen wir auch haben. Zack. Aufgepasst. Ein weiteres Rudel nähert sich aus dem Osten. Okay, wir wollen jetzt hier schnell nochmal weitere Spinnenminen zum Einsatz bringen. Denn die helfen uns hier schon sehr stark für bei der Verteidigung. Erstmal hier auf diese Position. Oh nein, die laufen einen ganz anderen Weg. Wird gemacht. Gemeinheit. Auf dem Weg. Statusbericht. Wie bitte? Bestellt. Ziele neutralisiert. Zeit, sich auf die nächste Runde vorzubereiten. Wir haben Sanitäter in unserer Basis, falls Ihre Truppen medizinische Versorgung benötigen, Nova. Was? Unsere Reaper heilen sich nicht von alleine, oder was? Das ist ja gemein. Und wir können übrigens auch mal eben Reaktor hier dran bauen. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Oh, wir können leider keine Mules uns besorgen. Nova hier. Das kriege ich hin. So viele Spinnenminen haben wir leider nicht mehr. Vielleicht sollten wir uns auch mal einen Reaktor gönnen. Vielleicht können wir da ja was Besonderes machen. Aber ich tippe mal darauf, dass hier nur die hauptsächlich rein geschäftlich Sachen wird gemacht. Aus unserer schon erledigt. Ich
sich Orte Berstlinge, aus dem Multiplayer auch da sind. Berstlinge, schalten Sie sie aus, bevor Sie unsere Bunker erreichen. Das wäre sehr wichtig. Erweiterung fertiggestellt. Was liegt an? Ich hoffe, Sie gehen diesen Weg, das wäre mir deutlich lieber. Okay, wir können dem TechLab gar nichts erforschen. Gut, dass wir das gebaut haben. Oh, okay, das war schlecht. Ich habe nicht aufgepasst. In Bewegung. Schon erledigt. Rein geschäftlich. Ja, das war leider ein Großteil unserer Streitkräfte. Ich höre. Laut und deutlich. Immerhin ist der Bunker nicht gebrochen. Eine weitere Angriffswelle bewegt sich auf uns zu. Ich markiere die Koordinaten auf Ihrer Karte. So. Bestätigt. Okay, von wo kommen Sie? Von da? Nicht genug Vespingas. Fehlt Gas, leider. Wie bitte? Ja, okay, das ist schon mal sehr gut. Ich bin ganz schön die erste. Das kriege ich hin. Auf dem Weg. In Bewegung. Schon hin. So, und das sollten wir so abgrasen können. Ziehen uns nochmal ein bisschen zurück in die Reichweite des Bunkers. Und dann ist akzeptabel. Uns hey Nova, fehlt es sieht so aus, als hätten die Zerkes auf unsere militärische Forschungsanlage hier abgesehen. Ein paar von meinen Leuten sind immer noch da unten, ganz zu schweigen von der ganzen Ausrüstung. Kannst du da vielleicht aushelfen? Wir werden es probieren. Was ich tun kann. Ich höre laut und deutlich. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Auf dem Weg. Rein geschäftlich. Wird gemacht. So, eben den schnellen Nidus ausschalten. Alles klar, Swan. Ich habe die Anlage gesichert. Mann, bin ich froh, das zu hören. Such dir aus, was du gebrauchen kannst. Die Ausrüstung gehört dir. So, sehr gut. Da haben wir doch ist glatt klar. Gemacht. Ich muss jetzt mal ein paar Marines bauen, das weil ich kann nicht so viele Reaper bauen, wie ich gerne wollen würde. Viel zu viele Mineralien und zu wenig Gas. Deshalb müssen wir jetzt mal hier ein bisschen... Sie schicken uns Verheerer entgegen. Nehmen Sie sich vor Ihrer ätzenden Galle in Acht. Ja, ja, die ätzende Galle. Bitte bestätigen. Sehr, sehr ätzend. Auf dem Weg. Bestes Wortspiel ever. So. Okay, sie kommen hier oben lang. Das ist schlecht. Warum nicht? Los, los, los! Schon unterwegs. Nicht genug. So. Wird gemacht. Jetzt geht's rund. Laut und deutlich. Zack. Reingeschickt. Nicht genug Vespingas. Okay, wieder Marines bauen. Beziehungsweise krampeln wir uns hier nochmal einen Reaktor dran. Machen Sie sich bereit. Der Gegner bewegt sich auf uns zu. Okay. Auf dem Weg. Hier müssen wir hin. Oh, da liegt Vespingas. Das ist gut. Das müssen wir uns auch gleich holen. Unbedingt. Sie kommt von da. Statusbericht. Das ist nicht so gut. Schon erledigt. Wird gemacht. Wird erledigt. Hier komme ich! Natürlich. Erweiterung fertiggestellt. Oh. Auf dem Wie bitte? Das kriege ich. Bitte bestätigen. Okay, das waren unsere Reaper leider alle. Das waren erstmal alle. Ich sollte diese kurze Feuerpause nutzen, um mich auf ihren nächsten Angriff vorzubereiten. Ich orte Overlords am Bergkamm vor uns. Sie transportieren weitere Zerg. Schalten Sie sie aus, wenn Sie diese Gebiete betreten müssen. Noch etwas. Halten Sie die Augen offen nach Gebieten, in denen Sie zusätzliche Bunker bauen können. Wir benötigen alle Unterstützung, die wir kriegen können. Ja, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Jawohl! Ich höre. Wie bitte? Wir brauchen unbedingt weitere Reaper. Weil unsere Reaper-Armee ziemlich, ziemlich schwach ist. Natürlich. In Ordnung. Oh yeah, Berache. Serviert man kalt. Ja, ich gehe schon. Nicht genug. So, ihr kommt mit auf 1, bitte. Ich traue meinen Augen das nicht. Gas. Die Zerg bringen Vergifter in Stellung und sie bieten anderen Zerg in ihrem Umkreis Schutz. Pistoren oder was? Statusbericht? Serviert man kalt. So, Bunker ist fertig. Kann's kaum noch erwarten.
Schlechte Neuigkeiten? So, hier haben wir uns jetzt ein bisschen verbunkert. Was sind das Wortes? Rache serviert man kalt. Statusbericht? Okay, aber das sollten wir auf jeden Fall schaffen können. Ich höre. Wie bitte? Was liegt an? Der Feind gibt nicht so einfach auf. Bereiten Sie sich auf einen weiteren Angriff vor. Statusbericht? So, von oben diesmal leider. Wir haben hier keinen Bunker. Okay, wir brauchen hier auch mal wieder ein paar mehr Production Facilities. Nova hier. Wird gemacht. Auf dem Weg. Das krieg ich hin. Nova. Ein bisschen lebensmüde. War da Nova? Oh. Jetzt eine Galle. Laut und deutlich. Erledigt. Das krieg ich hin. So. Auf dem Weg. Wie wirst du entdeckt? Wo? Reingeschickt. Okay, unten wahrscheinlich. Ich dachte eigentlich, unser Labor für Experimentalwaffen wäre weit genug weg. Aber jetzt beginnen die Zerg sich dafür zu interessieren. Keine Sorge. Ich kümmere mich. Ja, da werden wir gleich auch hingehen. Statusbericht. So. Zack, zack. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Und dann müssen wir jetzt hier los nach unten. Ist klar. Bestätigt. Denn die wollen wir natürlich sichern, diese Basis. Schon erledigt. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Nova! Deutlich. Wird gemacht. Das kriege ich hin. Unsere Verbündeten werden angegriffen. In Ordnung. Wird erledigt. Geht's. Die eigenen Beils reingelaufen, das ist gut. Gemacht. Nova wird gerade geheilt. Schlechte Nachrichten, Nova. Der Feind nimmt unsere Stellung von beiden Seiten in die Zange. So gut wie tot. Wird gemacht. So. Soll ich irgendwas umlegen? Wird erledigt. Nicht genug. Zack. Okay, der Zack. Angriff gehabt. Okay, ich habe alle in Sicherheit gebracht. Hier liegt auch noch eine Menge Ausrüstung rum. Greif zu! Es gehört alles dir! Ich wusste, du schaffst es, Champ. Champ? Meint er das ernst? Nova, unser äußerer Verteidigungsring droht zu fallen. Wir brauchen Verstärkung. Auf dem Weg. Bitte bestätigen. Ich höre. Kommt alle Nova her, wir müssen sie verteidigen. Rein geschäftlich. Wie bitte? In Bewegung. Nova hier. Ist klar. Das kriege ich hin. Auf dem Weg. Laut und deutlich. Bitte bestätigen. Das war teuer. Gute Arbeit. Denen haben wir es gezeigt. Das wird schwer, das gleich noch zu schaffen. Ich muss mal eben einmal speichern. Aber ob das so klappt, nicht genug. Steht noch in den Sternen. Juhu, Überstunden. Statusbericht? Abmarschbereit. Da kommen jetzt schon wieder neue Einheiten. Ich höre. Und meine Armee besteht leider hier raus. Das wird schwer. Da sind schon die Einheiten. Ist klar. Rache serviert man kalt. Da fliegen Overlords weg. Okay, das heißt aber wahrscheinlich nur, dass es... Vokalisten bewegen sich auf uns zu. Oh Gott. Sie sollten sie so schnell wie möglich ausschalten. Ultralisken. Uiuiuiui. Das wird gleich sehr, sehr haarig. Versuchen wir mal hier gleich ein bisschen zu blocken. Ich muss jetzt hier Marines bauen, weil ich habe nicht mehr genug Gas-Income hier, um ständig Reaper zu bauen. Bitte bestätigen. Nova! Was machst du für eine Scheiße? Da bewegt sich etwas Großes auf uns zu. Ich hoffe, Sie sind bereit. Laut und deutlich. Ja, fast sind wir bereit. Ich höre. Auf dem Weg. Sechs Minuten müssen wir noch aushalten. Wie bitte? Kann's kaum noch erwarten.
Nicht genügend Mineralien. Losgeladen und entsichert. Genau. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ja. Geschäftlich. Bitte bist nicht genügend Mineralien. No. Statusbericht. Nicht genügend Mineralien. Kann kaum was bauen. Okay, die machen sich auf den Rückweg. Das ist gut. Weil hier gewallt ist, beziehungsweise er nicht mehr durchkommt. Gewallt ist hier eigentlich nicht, aber sie kommen halt nicht mehr durch. Aber das heißt, er wird jetzt von der anderen Seite gleich kommen. Das ist eher schlecht für uns. Nicht genügend Mineralien. Was wichtig hat? So, komm, werd fertig. Serviert man kalt. Aus der Bahn. Nicht genügend Mineralien. Okay, da kommen sie. Laut und deutlich. In Bewegung. Schon erledigt. Auf dem Weg. Rein geschäftlich. Rache serviert man kalt. Nova, die Zerg werfen uns alles entgegen, was sie noch haben. Sie müssen sie aufhalten. Feindkontakt. Rein geschäftlich. Ja, dann müssen wir uns hier um diesen Brutalisten kümmern. Das ist schwer genug. Der macht nämlich enorm viel Schaden. Das krieg ich genügend Energie. Aber ich sieht so aus, als würden wir den noch eben schnell hier besiegen können. Statusbericht. So, wir müssen jetzt gleich nach oben gehen. Laut und deutlich. Basis wird unsere Basis der So, sie kommen von allen Seiten. Laut und deutlich. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wird gemacht. Und die Basis unserer Verbündeten angegriffen. Wir haben schwere Verluste erlitten. Nova, ja. Sie müssen Ihre Streitkräfte stärker schwächen, bevor Sie zu uns durchdringen. Ich würde es ja gerne. Sieht so aus, als würden wir hier leider verlieren. Hier ist eine Planetary immerhin noch. Admiral Horner. Terranische schwere Kreuzer warpen über der Position der Zerg heran. Aber sie gehören nicht der Flotte des Imperators an. Ja. Was? Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Wir haben nämlich verloren. Niederlage. Das war so knapp wieder mal. Also das Problem war, dass wir hier unten so viel schon verloren haben. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Ich weiß nicht, wo mein letzter Speicherpunkt war, ob das überhaupt noch gewinnbar ist vom letzten Speicherpunkt aus. Das müssen wir uns mal eben anschauen. Hui. Ja, ich denke, von hier ist es auf jeden Fall noch gewinnbar. Ich dachte eigentlich, unser Labor für Experimentalwaffen wäre weit genug weg. Aber jetzt beginnen die Zerg sich dafür zu interessieren. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Zack. Aber sicher. Zack. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. So und Nova so. Hier. Auf dem Weg. Und wir müssen jetzt schon Verteidigung errichten. Kein Problem. Stopp. Ich bin noch nicht so schnell. Geschäftlich. Laut und deutlich. Unsere Verbündeten werden angegriffen. In Bewegung. Ist klar. Rein geschäftlich. Schon erledigt. Schlechte Nachrichten, Nova. Der Feind nimmt unsere Stellung von beiden Seiten in die Zange. So. Ist klar. Das krieg ich hin. Laut und deutlich. Okay, ich habe alle in Sicherheit gebracht. Hier liegt auch noch eine Menge Ausrüstung rum. Nein. Greif zu! Es gehört alles dir! Ich wusste, du schaffst es, Champ. Champ? Meint er das ernst? Ich höre. Die Basis unserer Nova, unser äußerer Verteidigungsring droht zu fallen. Wir brauchen Verstärkung. Ja. Verstehe ich ja. Euer Problem. Wobei es, glaube ich, ein bisschen besser läuft als letztes Mal gerade. Diese Ravager machen halt so viel Schaden. Wird gemacht. Das kriege ich hin. Habe ich auch nur das Falsche angegriffen. In Bewegung. Oder dieses Viecher. Laut und deutlich. Ist klar.
Nova, wie bitte? Irgendwie sind auch meine ganzen Hotkeys falsch. Schon? Gute Arbeit. Denen haben wir es gezeigt. Naja, wie gut diese Arbeit war, sei mal dahingestellt. Bestätigt. Habt ihr noch einen Sanitäter da oben? Auf dem Weg. Wo sind denn meine ganzen WBFs eigentlich? Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. WBF bereit. Nicht genügend Mineralien. Aber sicher. Ich höre. Ich habe nur Nova. Status ist das richtig? Oha. Rache serviert man kalt. Nee, okay. Das ist noch was. WBF einsatzbereit. Ultralisten bewegen sich auf uns zu. Sie sollten sie so schnell wie möglich ausschalten. Nicht genügend Mineralien. Wollen wir das mal lieber so setzen, um hier ein bisschen was zu blocken? Nova hier. Oben Ultralisten, okay. Da steht immerhin noch ein Bunker. Das ist schon mal ganz gut, dass sie auch noch von oben kommen. So, Nova. Wie bitte? Auf dem Weg. Schon erledigt. Wird gemacht. Da bewegt sich etwas Großes auf uns zu. Ich hoffe, Sie sind bereit. Nein, bin ich nicht. Absolut nicht. In Bewegung. Auf dem Weg. Ich brauche ein Energie-Upgrade für Nova. Rache serviert man kalt. Wird gemacht. Das kriege ich hin. Ist klar. Schon erledigt. Warum darf ich eigentlich nicht in den Bunker mit Nova? Laut und deutlich. Rein Geschäft statt. Nicht genug Vespingas. So, jetzt kommt hier dieses Viech von unten. Auf dem Weg. In Bewegung. Rein geschäftlich. Wie bitte? Laut und deutlich. In Bewegung. Das kriege ich. Genügend Energie. Bestätigt. Wird gemacht. Schon. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Ja, ich denke, ich glaube, dass diese Mission hier nicht mehr so gewinnbar ist. Das muss ich irgendwie besser handeln mit dem Angriff. Und eventuell muss ich sogar sein lassen. Statusbericht. Aber das will ich eigentlich nicht. Wir haben schwere Verluste erlitten. Nova, Sie müssen Ihre Streitkräfte stärker schwächen, bevor Sie zu uns durchdringen. Nova hier. Ich höre. Ziel wird ausgeschaltet. Schon erledigt. Bestätigt. Ist klar. Das krieg ich. Statusbericht? Nicht genug Vespingas. Wie bitte? So. Nova, die Zerg werfen uns alles entgegen, was sie noch haben. Sie müssen sie aufhalten. Wir müssen uns hier oben hin zurückziehen. Das geht nicht anders. Nova hier. Hoffentlich jetzt wieder nichts bauen kann in der Zeit. Vielleicht war das doch nicht so eine schlaue Idee. Ich höre. Mineralienfeld. Vor allen Dingen, wenn die nicht früh genug ankommen, fliegt meine Barraxis. Statusbericht? Da sind sie schon. Geschäftlich. Das kriegen Nova, schieß doch mal. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ungeeignete Landezone. Ja, also das können wir wieder vergessen. Einfach Weg. Konstant zu wenig Energie. Geschäftlich. Laut und deutlich. Basis wird angegriffen. Tja, ich würde sagen, ich werde hier die Folge beenden. Admiral Horner, terranische schwere Kreuzer warpen über der Position. Niederlage. Wir werden das beim nächsten Mal nochmal versuchen. Ich hoffe, dass es dann gelingt. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.